So, dann parken wir da mein Fahrzeug ein und dann, weiß nicht, kann man mal gucken, ob man in so einer Delivery-Mission zu so einem Außenposten kommt. Nur also schon. Also die, was ich gemacht habe, die waren alle Außenposten. Und was ich vergessen darfst, Mr. Becher, sind dort NPCs, ja, Schiffe, die dich angreifen. Das ist das, was ich will. Das, also ist der untere. Ah. Funktioniert mein Knopf nicht. Engines off. Nur da hinten fast dann rein. Wo fährst du denn da rein? Vorne oder hinten? Vorne wäre gut, weil da ist der Eingang. Okay. Na dann, pfeif mal her, das kleine Ding. Alles klar. So kann man es auch machen. Im selben Turm wie in der Hammerhead. Oh, geil aus. Ah, es hat sogar Licht. So. Bist drin? Nein. Jetzt. Hey, für mich stehst du noch draußen. Ah, jetzt bist du drinnen.
Boah, das hat einen Wendekreis. Kannst du bei den Lampen hier vorbeifahren? Ja. Nein, kann ich nicht. Ja, komm, Alter. Fahr doch das fette Geschütz aus. So, warte mal, wo muss ich hier hin? Da rechts, ne? Das ist die Herkules. Ja, ja, aber jetzt. Du hast vorne als Fahrer auch ein kleines Remote-Geschütz. Ja, ja. So, das ist die Rampe. Ja, Alter, das ist ja. Schlimm aus jeder Panzer. Das geht hier aber ums Arschlecken aus, oder? So, gut. Bin drin dann. Ah, jetzt hab ich die Tür zu öffnen und mich wieder hingesetzt. Ja, aussteigen möchte ich aber auch gerne. Wieder. lass mich nicht aussteigen. Ah, jetzt. Hat so Stoßdinger auch noch zum Ausfahren, auch nicht schlecht. Mhm. So, call schon abends, mal gucken, wie lange wir brauchen, die anzunehmen. Achso, ja, ich hätte die mal annehmen gleich, ja. Call to arms. Ja, das war noch nicht da. Except. Okay, die hab ich mal angenommen. Member left? Wieso? Achso. Doch, nur nicht bei Accepted Missions auf. So eine Lizenz, die kann man auf dem Weg noch machen. Engines on. Launch complete. Von der Delivery machen können. So. Okay. Moment. Also, was haben wir denn da? Also, es gibt eine, wo du drei Stationen abfliegen musst. Und eine, wo du eine abholen musst. Ja, machen wir die mit einer. Vielleicht kommen wir ja da schon zum Außenposten. Okay. Dann beschere ich. Hab geschert mit dir. Ja.
Die wird da 600, 700 Kilometer entfernt. Kein Punkt. Ja, die haben alle keinen Punkt irgendwie. Das ist teilweise echt nervig. So, wir müssen. Denn überhaupt? Ja, von hier Rahmen fliegen ist auch genauso weit. Ah, ist das? Ah, hier. Ja, das ist. Die sind jetzt alle irgendwie so. Das Einzige ist nur, du könntest sagen, okay, du fliegst nach hier Rahmen und fliegst mittendrin dann ab. Obwohl, das geht gar nicht. Vergiss es. Das hilft dir leider nichts. Ja, das ist echt nervig. Diese Außenposten-Dinger, die sind alle irgendwie. Jetzt hört er nicht mehr auf zu pingen. Hast du die Standardtaste für Schiffstüren? Was? Für Schiffstüren was? Öffnen. Schiffstüren öffnen? Nö. Warum? Ja, weil das hier auf dem Tablet nicht funktioniert, deswegen will ich gucken, ob der richtige. Achso, okay. Dann. Ist. Gucken wir mal. Open Closed Doors gar nicht hinterlegt.
Siehst du noch, wie weit wir weg sind? 400. Okay, dann sag mal Bescheid, wenn wir zu nach sind. Weil dann stelle ich hier noch ein bisschen rum. Hast du nicht zwei Monitore? Doch, aber auf dem einen sind die Ingame-Einstellungen, auf dem anderen ist Game Class-Einstellungen. Achso, okay. Ja, geht. Aus drei. So, 200 Kilometer noch. Oh mein Gott, wir brennen!
Wir haben was in dem Außenpost zu trinken, ey. Das eine ist der hintere, okay. Der hintere ist der vordere, unten. Ja, verstehe. Normalerweise findest du, wenn wir Glück haben, gibt es dort unten Kisten und da findest du urviele Sachen. Essen, Trinken, Waffen und Steine zum Mitnehmen und alles Mögliche. Leider ist dann mein Rucksack nicht angezogen, als ich mich vorhin umgezogen habe. Ja, ich habe auch keinen Rucksack. Was für ein Glück, wir haben es dunkel, ne? Ja. Obwohl die Jaguar übrigens gute Scheinwerfer hat. Mhm. Oh, jetzt ist er da. Jetzt war's mal kurz weg. Ja, das ist alles nur ein Positionsmangel oder anderes, dann spawnt die Kiste. Mhm. Ich sehe Boden. Wo ist das hier Wasser? Hm? Was? Ist das Wüste oder Wasser? Nein, es war Wasser. Komisch gelandet. Engines off. Lustig. War jetzt gerade auf deinem Sessel. So raus oder willst du mit dem Centurio draus? Ich würde mit dem Auto fahren. Ich muss mal die Waffe laden, weil die war noch leer. Ja, die solltest du laden. Na, da steig ein, ich mach da auf. Ja, ich hab hinten da vorne aufgemacht.
zur Seite, bevor es mich niederfasst. Also du steckst dir jetzt da. Na gut. Kannst du vorne schießen. Hallo? Willst du fahren oder schießen? Na, du kannst ruhig, ich geh mal, ich bin draußen, du kannst ruhig fahren. Ich geh mal herum nämlich. So brutal aus, wenn du mit so einem fetten Ding kommst. Aber wenn das Dropschiff kommt, ja, theoretisch, ja, brauchst du es gar nicht zerstören, ja, sondern dann können wir es gleich einnehmen auch. Aber das sind ja ein paar Schiffe. Die wackeln alle so herum. Ah, ist mir durchgefallen. Da ist ein NPC. Zwei. Ja, aber ich fahre gar nicht mehr schön. Ich kann die aber auch nicht treffen. Ist echt lustig. Ich triff die nicht, die sind. Das, die Waffe glitscht durch. Wo ist der denn? Da wo ich bin. Die sind auf der anderen Seite. Zwischendrin. Dort wo das orangene Schiff da herumspringt. Ja genau da. Okay, einen hast du getroffen. Okay, warte, einen habe ich jetzt umgebracht. Den der andere. Ja, jetzt stößt mein Weg kurz. Okay, tot. Schaut gut aus. So, ich schau mal. Alter Schwede. Oh. Da hinten kommt ein Schiff. Ich steig mal schnell um. Was? Wo kommt das Schiff? Da ist ein feindliches Schiff, also ein NPC-Schiff auf dem Radar. Achso, okay. 2 Kilometer oder so. Oh, das ist ja was ganz Neues. Boah! Jetzt bin ich getroffen worden. Oder? Nein. Ich habe mich noch geschwind rein reklamieren können. Aber da draußen ist einer, der schießt. Okay, ja, dann musst du es mit dem anderen Remote machen, weil mit dem kann ich nur den Himmel decken. Ich bin zwar voller Drogen jetzt, aber ist ja wurscht. Die Frage ist, wie kann ich schießen? Achso. Ich muss mal. Nein, das war falsch. Ja, das. Warte. Das war zu aufwendig. So, schauen wir mal, wo er ist. Wo ist der? Den sehe ich nicht einmal. Ich habe gehört, er kam so Richtung aus der Kiste da so. Wo? Da
Da in der Nähe, Richtung da, wo die Kiste steht. Ich geh mal in den anderen Turm. Jetzt hast du mich abgeholt? Ah, ich seh ihn. Der ist auf dem Turm. Hab ich. Was denn? Okay. Ja. Aber schön noch jemanden quatschen. Ja, da sind noch ein paar. Ah, der ist hinter dem Wrack da. Den treffe ich nicht. Okay, komm. Ich fahr nochmal ein bisschen rum. Aber genau hinter dem zappelnden Wrack ist einer. Okay, ich hole ihn. Hab ich. Wo ist der scheiß Teil da oben? Wo bin ich darauf? Wo bin ich da bitte rauf auf das Ding? Weiß da muss man da. Ah, da muss man. Ah, sicher. Ich steig jetzt nochmal aus. Komm mal aus da drin. Ja, das Gezappel ist schon heftig. Ja. Ich muss da irgendwie rauf, oder? An? Warum die Kiste hier? Auf den. Alter, wie kannst du das Paket da abholen? Das geht nicht. Traktorbeam. Hast du einen? Nee. Ich auch nicht. Nein, ich habe leider auch keinen. Ich fahre mit dem Auto dann in die Nähe, dann können wir kurz übers Auto hinklettern. Ja, schau mal, was ist das? Hm? Nein, die haben da nur Sniper. Aber vielleicht finde ich irgendwo eine Kiste. Oh, mein Auto zappelt jetzt auch. Ich fahre wieder zurück. Nö, 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 nö. Mal schauen, ob da irgendwas ist. Das ist eine Kiste, warte, vielleicht haben wir Glück. Loot. Da wäre Futter und Getränke drinnen.
Aber und Dings wird drinnen. Dolvine und Afrodine und Ratter Dings. Bei dem, bei der Kiste da. Hier. Mhm. Habe ich da drinnen? Multitools sind drinnen. Ja, ist auch ein Multitool. Ja, das habe ich eh schon gesehen, ja, aber. So, nehmen wir mal einen Apfel mit. Zum Trinken. Ja, ist gut, dass man hier an die Rüstung auch ein bisschen was packen kann. Ja. Ist da nochmal die Dings genommen? Oder das? Da wäre auch noch was drinnen in der Kiste da. Ich bin versorgt. Muss ich nur so einen Traktor beam Adapter. Ja, das. Bin jetzt auch gerade. Wir machen mal ein paar Glück, dass dann in die Dings drinnen irgendwo in den Container. Irgendwo welche Sachen drin sind. Mhm. Ah shit. Jetzt fast auf das Schiff geschafft und dann darüber vielleicht. Sonne geht auf, nice. Also ich habe jetzt da oben bei den Stützpunkt geschaut, aber da habe ich auch nichts gefunden. Ich guck mal, ob ich so runterballern kann. Da muss doch irgendwie darauf kommen. Gibt's ja nicht. Da ist ja noch so eine Plattform. Auf der Landseite vielleicht von da aus rüberspringen. Ich schau gerade. Warte. Hm. Rap. Ja, damit. Ah, warte mal kurz, da ist noch. Please. Warte, da ist auch noch eine Kiste. Mit einem ADP Core Red Armor. Keine Klammern. Gut. Crap. Da, da. Hab sie. Schiff da drüben. Also, ich kann nicht schnell gehen, ich sag's gleich. Ja, dann steig ein. Jawohl. Das ist klar, so. Gut, bin drinnen. Colter abends Geld gekriegt, ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Also, die Leiter raufgehen schaut bitte lustig aus. Ja. Die Luke von der Leiter geht auch immer noch nicht.
Doch, die geht für mich auf und zu. Ja, bei mir geht's erst auf, wenn ich durchgegangen bin schon. Na, das habe ich nicht. Achso, ich wollte was saufen. Ah cool, die Flasche macht trinken und Essen voll. So, jetzt müssen wir nach Edmund. Oh, da kommt ein Schiff. Zumindest hat es so gepiept. Ja, NPC. Gelb. Ah, weiß, meine ich. Achso. Das war das untere, hoppla. Das war der falsche. Das ist ja nicht vereinfacht. Jetzt aber es hat dich in den Target genommen, oder? Ich bin gelockt, ja. Ja, deswegen. Ich kann die Waffen eh nicht einschalten oder irgendwie aktivieren. Okay. Ich kann zwar steuern, aber ich kann sie nicht mal anschalten. Du musst irgendwo Power on auf jeden Fall drücken. Ja, irgendwo, aber wo? Ich glaube in der Mittelkonsole unten oder Mittelkonsole oben. Headlight, Sensor, Activate Scanning, Ping, Scanning Hood. Ich glaube, da gibt's. Hä? Nein? Nicht? Ne? Muss ich schwer enttäuschen? Da gibt's. Leider nicht irgendwas davon. Das habe ich schon vorher gesucht. Und nichts gefunden. Hm, wurscht. Ah, mein Power-Off ist Mittelkonsole oben links. Ja, weil ich da oben links gehe, steht dort nur Enter Remote Turret. Zweimal. Okay. Für oben und unten. Und wenn du R oder I drückst, geht dann irgendwas? Also R nicht. I auch nicht.
Ich geh mal das Paket abgeben. Ja, ich guck mal, ob ich die Power angekriegt habe. Wie gesagt, steuern kann ich's, aber schießen oder sonst irgendwas kann ich nicht. Oh crap. Ja, so. Mittelkonsole oben ist Power on. Ja, bei mir ging's nicht. Ich hab. Bei mir hat er machen lassen, was ich wollte. Also, ich hab nur, wie gesagt, links oben war bei mir Remote. Torrents. Schalte ich den anderen auch nochmal an. Weil der ist ja der Frontgeschützturm. Genau. Der eine ist ja oben, eines ist hinten, ne? Torrent. Zwei hintere und einen unten vorne. Zwei hintere? Echt? Ich hab nur einen oben. Also da einer hinten, da kann ich nur hinten schießen und einer ist unten. Ja, aber unten hinten. Es gibt noch einen unten vorne. Unten vorne, den kann ich nicht. Doch, der ist auf dem anderen Sitz. Achso, der ist dann auf dem anderen, okay. Aber das ist doch ein Witz, dass ich mit dem Paket so langsam gehen kann, oder? Ja. Aber das Schöne ist ja, es kann dich wenigstens keiner mehr erschießen, ne? Mhm. Ach blau, das wird jetzt nicht. Weil früher haben sie auf dich gewartet und haben dich dann erschossen, ne? Oder du warst schneller und hast sie erschossen. Bei der M2 ist die Küche bei den Quartieren und hier gibt es 3 Schlafplätze. Das sieht ja ganz anders aus als die C2. Mhm. Und AUG's Crew, ah, ist die Absetzcrew. Krass, 12 Sitzplätze. Waffenregale. Oh, die gefällt mir eigentlich, die M2. So, schauen wir, ob da noch irgendwo Pakete sind. Yeah, 2000! Ich bin reich! Da ist was. Da ist was. Mining Attachment. Aha. Naja, vorne gibt's dann eine, ja. Jetzt können wir jetzt noch die eine Lizenz hier machen, dann können wir das nächste machen. Jawohl. Das ist im anderen System besser. Wird schon wieder ins Target genommen. Moment, ich muss das einstecken.
Na, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Sollte. Naja. Hab gleich sein. Ah! Schaut natürlich schon besser aus. So, jetzt ist nur die Frage. Wie ich die. Den Turret jetzt übernehme. Wie? Naja, ich bin jetzt auf den Sitz, aber. Ah, da, Enter Remote Turret. Jetzt kann ich's. Jetzt kann ich auch schießen, ja. Passt. Das hatte ich geteilt, oder? Ja. Gut. Dann geh ich auch noch rauchen kurz. Jawohl. Quantum travel complete.
Ja, da. WB. Station landen, Instructor Beams holen. Ja. Und dann könnte man auch Salvage-Missionen machen und nur die Schiffe leer räumen. Weil manchmal ist da ganz cooler Stuff dabei. Ja, das hat der Conor und ich schon ein bisschen gemacht. Auch da haben wir. Da hat er eigentlich salvaged und ich habe dann die Waffen und solche Sachen. Ich meine, kriegst jetzt nicht so überragend, ja, fliegt Geld raus, ja, sag ich jetzt mal. Ja. Aber ja, es ist. Etwas anderes. Also es kommt auf die Location aufs Schiff und drauf an und was da drin ist, aber man kann bis 500.000 sich cachen. Ja, das auf jeden Fall. So. Das hat gar keinen Sprungpunkt, oh Scheiße. Ja, unterbrechen Quantum mit U, ne? Nein, mit B. Mit B? Ja. Aber nur bei so, normalen, bei einem normalen Quantum, nicht bei so einem Point-to-Point-Ding. Also Point-to-Point kannst du nicht unterbrechen, soviel ich weiß. Auch mit Strom aus, ging mal. Ah, okay. Wenn du im anderen Stuhl hockst, kannst du auch nach vorne schießen. Ja. Ist mir bewusst. Was macht man denn jetzt? Auf die Station fliegen oder was? Nee, erstmal dieser eine Tracker. Achso. Okay, na, dann geh ich auf den anderen Stuhl. Das zuppelt, wenn du ballerst. Ja, das ist echt arg, oder? Wenn ich schieße, zuppelt nichts. Ja gut, das sind M6A, ne? Das sind fette Geschütze, ne? Ja, aber du kriegst sogar M7er rein. Okay. Aber ich hab keinen Bock mehr, die mehr als auszutauschen. Ja, das verstehe ich. Sogar super aus. Okay.
Gut, das ist schon der erste. Freelancer. Die wird aber nicht lange aushalten. Wollen was will die gegen dein Schiff ausrichten? Bei mir dauert's noch, also ich jetzt. So, haben wir die MRTs auch wieder. Irgendwas, ja? Da ist noch was. Da war gerade was. Ja. Was Rotes. Ich wollte mich umdrehen. Okay. Ist 10 Kilometer entfernt. Ja, nehmen wir noch mit. Ja, sicher. Na ja, wie süß. Geil, so einfach mit dem Geschütz, ja, zu schießen. In der Redeemer ist es ätzend, das ist eine ganz komische Sicht. Okay.
Jetzt bist du zu schnell. Was? Bist du zu schnell, das ist noch gar nicht offen ganz, das Tor. Jetzt ist es offen. Jetzt ganz, ja. Auch weiter weg hast du nicht packen können. Hangar 12. Mal kurz hier. Also in der Galerie, oder? Aber die Frage ist, wo? Oder ja, hier. In dem Handels Mining Posten Dings da. Cargo ja, Center. Hier, im Cargo Center gibt's das nicht, oder? Weiß nicht, die haben auch so Cargo-Krams. Ich geh mal gucken. Ich wüsste gar nicht, wo da ein Schaub ist, überhaupt da oben. Gibt's überhaupt einen Shop? Doch, hier gibt's einen Shop. Echt? Oh. Ja, jetzt gibt's sogar einen Rucksack für mich. Zwar gelb, aber egal. Ja, da gibt's sogar coole Sachen. Warte mal kurz. Kann ich so auswählen? Der scheint nicht zu funktionieren. So, Multitool. Tractor Beam. Okay. Was dann kauft? Weil der eine wollte irgendwie nicht. Ah, da geht besser. Gut. Medium Armor. So, wie viel kriege ich da rein? 85k? In den. Naja, ist auch nicht gerade viel. Das ist wohl besser als gar nichts. Dann. Oh, jetzt brauche ich noch das Multitool. Gut. Na klar, eins habe ich vergessen.
ich bin mal kurz in der Galerie. Na gut. Dann, da bin ich falsch. Hang on. Jawohl. Ich muss jetzt da. Nein! Was machen wir jetzt? Was du willst. Schauen wir, was haben wir denn? Hier sind so ein Priority-Ding, was ist das denn? Wo ist eine Priority? Ah ja, da. Unter General, irgendwas mit Bonus. Actually, then needs to be delivered to Port Tesla. Approve markets of.
Okay. Also dann musst du wahrscheinlich irgendwo einbrechen, das Paket nehmen und dann nach Port Tesla Dressler bringen, ne? Ja, aber es General, also nichts Illegales. Ach, machen wir mal. Ich glaube, das Okay. ist so ein Ding, wo durch Turrets gesichert ist. Ja, dann tust teilen. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Hat keinen Teilen-Button. Okay. Kannst du es Are you eigentlich rich? annehmen? Dieses Confiscated Contraband, oder? Ist das von MT Protection Service? Ja. Okay. Oh, sind wir weit weg. Bei mir ist es 60 Millionen Kilometer. Weiß ich, wie weit es bei dir Weg. ist? Ja. Okay. Na gut, dann bin ich mal kurz AFK. Aber wenn wir beide die Mission extra annehmen müssen, ja, könnten ja andere auch dort sein dann, ne? Könnte sein, ja. Na, dann ist es lustiger. Ich meine, du musst immer damit rechnen, dass andere Spieler dort sind, ne? Wieder mal da was trinken. Aha. Servus. Hi. Ach, Jan, Konrad, du kommst genau zur richtigen Zeit. Das ist aber gut, aber ich bin erst gerade gekommen, ich habe nicht gerade eingeschaltet. Ja, komm schneller. Bei mir, schnell. Ah.
Stimmt, du bist ja schon über 50, da geht nicht mehr alles so schnell, ne? Es würde ich schneller machen, aber mein Rechner macht es schneller. Ja, dann würde ich sagen, Reds, dann packen wir irgendwo. Ihr könnt es schon loslegen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr zwei so lange braucht wie wir zwei letztendlich. Nein, es geht flüssiger. Ich brauche nur wieder, bis ich da bin. Ja, wir fliegen rein nach Microtech. Also, machen gerade dort eine Mission, so eine Priority-Mission. Jo, macht, macht. Aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt, also. Wir hoffen, dass wir in keine Gefechte kommen. Hatte ich gestern Abend. Wie ich das Gefecht gewonnen habe, ist das Spiel abgestürzt. Okay. Das Lustige ist, der Red hat noch den Centurio eingepackt, ne, in seine M2. Weil sie dachte dazu, naja, falls irgendwelche Gegner kommen, kann man so dieses dort wegfetzen, ne? Ja, das war ja auch mein Plan, aber hat halt nicht reingepasst. Ja, wenn das eine NPC Dropship haben wir mal ja schnell zerlegt gehabt mit dem Teil. Das war urschnell weg. Da drüben ist das Drop-Off und links weiter ist das, was ich holen muss, oder? Genau, das Production Facility ist da drüben bei mir. Ja. 65.000 Kilometer. Das ist wieder Absicht, oder? Der OM ist 535 weg, vielleicht kommen wir noch näher ran. Ich guck mal. Quantum Travel engaged. Quantum Travel complete. 177. Na, besser als 500. Wenn du nicht bist, sag Bescheid, Konrad. Ja. Also in einer Stunde, ne? Lass mich in Ruhe. Nee, ne. Du bist doch immerhin schon im Ladebildschirm. In die Lobby. Sechsundneunzig von 115.
Ist aber auch interessant. Also, wie das geht. Mal wieder. So viel Wistel mit. Ich gehe mal auf die andere Seite. Aufs Frontgeschütz. Weil. Bin mal gespannt, was hier geht. Nicht, dass da gleich uns eine Überraschung. Ist. Aha. Ah, jetzt geht's. Weapons on. Jetzt habe ich das Geschütz selber einschalten können. Vorher ging's nicht. Okay. Das ist sehr interessant. Ich hab's ja nochmal gestort, nochmal unfällig rausgeholt. Vielleicht was gemacht. Aber gut aus, nichts da. Noch nicht. Nein, das Scanner hat gesagt nein. Da ist nichts. Keine Schiffe, nichts. Was ist denn das? Bunker oder Außenpost? Außenposten. Ja. Ist ein Außenposten. Kann sein, dass er schon kommt. So. Passt. So. War die Frage, ob ich die Zenturin rausholen soll oder nicht. Ich glaube, das zahlt sich nicht aus, oder? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das sieht halt groß aus. Großer Außenposten. Weißt du was, ich schau mal raus, ja. Bleib mal da. Obwohl, wenn ich tot bin, kannst du mich nicht mehr wiederbeleben, ja, ich glaub, ne? Auch. Oh Gott. Ich seh halt nicht, wo. Ja. Die Kiste ist oder. Ploppt die dann ja. Erst drauf, wenn man drin ist. Das ist auch sehr interessant. Wenn du außerhalb vom Aufzug bleibst, ja, fahr dann nicht runter. Mhm. Aber wenn du einsteckst und gar nichts drückst, ja, fahr da trotzdem runter. Also ich sehe derzeit nichts bewegen, dass sich irgendwas bewegt oder dass da... Ja, ich fass trotzdem mal raus, nur zur Sicherheit, da kann man da vielleicht... Ja. So, mal schnell reinspringen. Ja, das Problem ist, es ist nur arschkalt hier. Ja, da kannst du auch im Auto aufwärmen. Seh dich gar nicht. Ich dachte, ich platt fahre. Davon. Ich glaube, das ist der Facility drinnen. Wir müssen reingehen. Okay, ich warte auf dich. Ich
weiß nicht, ob es PvP-Gebiet ist. Vielleicht mache ich von Ergo auch die Tür zu. Ja. Definitiv PvP-Gebiet. Ich bin schon mal drinnen, weil ich mir gedacht habe, da drinnen bin ich wenigstens aufgewärmt. Okay. Rechts ist clear. Pass auf, ich habe da noch nicht so. Wir suchen jetzt eine Kiste. Ja, wir müssen nur aufpassen, nicht dass da NPCs herumrennen oder sonst irgendwas, ne? Einen Code brauchen, um irgendwelche Türen zu öffnen.